Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never mit mir, dem Nico. Ja, und wir sind trotz allem wieder alleine, obwohl wir einige neue Mitspieler haben, denn der Steam Sale ist jetzt gewesen, oder ist immer noch. Und da gab es leichten Zuwachs im Spiel Never. Und ja, ich weiß, der Typ haut sich gerade in die Eier und ich finde es einfach nur lustig. Es gab leichten Zuwachs, ich glaube es hat sich verdreifacht, die Spieleranzahl der Leute, die Never spielen. Und deswegen sind die Server momentan mega laggy und das hängt einfach nur richtig krass, wenn man die Server versucht zu laden. Beim Reinkommen, glaube ich, muss halt irgendwie 5 Minuten warten. Beim Reinkommen geht es eigentlich alles recht fix, also muss halt einfach dann das machen, was man immer machen muss. Wir nehmen wie immer hier das, was am praktischsten ist, wo man nicht so gut erkannt wird. Und ja, der sagt auch jetzt hi, wunderbar, dann würde ich sagen, können wir anfangen. Ich check immer noch, bevor ich reinjoine, ob es irgendwelche Clan-Leute gibt. Clan-Leute erkennt man oft, indem einfach man das hier anguckt. Wenn da dann 4 Leute drin sind, die das gleiche Teil vorne dran haben, was sich gerade komisch angehört hat, dann weiß man, dass die nicht sehr ungefährlich sind. Ich habe übrigens einen neuen Kopfteil hier, denn der Never-Hut ist ziemlich scheiße eigentlich. Also er sieht geil aus an sich, aber er ist scheiße, denn man wird ziemlich leicht entdeckt, wenn man sich verstecken will. Ich habe auch mit anderen Leuten schon viel mehr gespielt, so, ja, ohne Aufnahme, weil das Spiel einfach Bock gemacht hat, einfach megamäßig Bock gemacht hat. Und das heißt, ich bin jetzt... What the fuck? Alter, und da ist schon einer. Zwei. Okay, aber mal sehen. Ja, ich glaube, da ist ein Typ, ein Never. Mal sehen, kriegen wir einen weg. Nee, der war daneben. Bei sowas läuft mir megamäßig die Pumpe. Boah, ich habe nämlich keinen Bock zu sterben, ne? Gut, ich denke mal, ich gehe weg. Denn das eine ist ein Spieler. Ja, man kann als Never auch jetzt, als Spieler auch Never sein. Und ich glaube, ich hatte mega Glück, dass der die beiden gesehen hat und nicht mich. Denn ich glaube, das hätte mich mega abgefuckt. Aber wir sind auf dem Weg zum Westview Outpost und es ist schon mega Party hier. Die anderen beiden kriegen, glaube ich, richtig geil aufs Maul. Sex, okay. Ja, ich glaube, der im Chat meint nicht mich, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Westview Outpost, das ist erstmal sicher. Ja, im Chat labern jetzt übrigens ganz viele Leute. Das ist jetzt Alltag geworden. Und ich muss megamäßig aufpassen, dass ich nicht irgendwie von einer Gruppe weggerotzt werde. Ja, wir müssen vorne links. Has been killed by Nerds. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe die Einstellung auch so geändert, dass ich jetzt die Namen sehe. Dass der Chat sich immer öffnet, egal was passiert. Jetzt sehe ich keinen. Denn der Westview Outpost ist, wie man wissen sollte, immer richtig gut besetzt. Oh fuck, ich bin noch gar nicht da drinne. Und ich habe gerade Schritte gehört. Ich glaube, das waren meine eigenen. Mal schön alles überprüfen. Man kann nie sicher genug sein. Wenn man es nicht ist, dann wird man einfach weggeballert. Ja, man wird einfach richtig geil weggeschossen. Ich habe auch schon Leute getötet in letzter Zeit. Auch mega viel gelevelt, muss ich sagen. Ich bin jetzt, ich glaube vorher war ich Account Level 13. Ui, da ist einer. Oh, der hat einen Sniper. Das ist ungeil. Hoppa.
Jetzt habe ich Spaß. Na? Das war ein Streifschuss. Ach komm. Fuck, der hat mir gegeben. Muss mich heilen. Quickslot 5. Alter, ficken. Einmal, dann bin ich weg. Ich verpiss mich jetzt einfach schnell. Ich glaube, ich nehme die Safe-Pussy-Taktik. Verpiss mich jetzt einfach. Wow! Ja, wunderbar. Kannst ja knicken. Ja, das sind mehrere. Das ist wunderbar. Drei Leute haben mich gesehen. Ah, und so verliert man sein Equip in der Aufnahme am schnellsten. Wunderbar. Ah. Seht ihr, Never ist immer noch voller Arschlöcher. Muss man dann einfach sagen. Und allein ist man echt gefickt. So. Wir... What the fuck war das denn? Wir gehen jetzt zum Riverside Outpost. Da habe ich echt schlecht gespielt. Ich hätte den einen echt wegrotzen können. Schade. So. Riverside Outpost, wir kommen. Ach ja. Allein ist man bei sowas halt echt gefickt. Ah, wunderbar. Ich höre schon Monster. Ah, was ist es? Easy. Ziemlich easy. Boah, die Viecher haben gar keine Angst mehr. Komm jetzt, verreck. What the fuck? Wie viel Leben haben die denn? Ich muss sagen, ich lagge gerade ein wenig, also ich habe gerade Frame Drops. Merkwürdig, wie lange der gelebt hat. Hammer, da ist ein Spieler. Oh, ich glaube, der ist friendly, wie ich. Schnell hochrennen. Der läuft gerade hinter mir. Okay, so, wir sind sicher. Ach ja, wir haben auch schon ein paar mehr Never Reaper gemacht und ganzes Zeug und so weiter. Das heißt, ich bin, ja. Genau. Ich bin ein bisschen besser equipped als normal. Hallo. Ich glaube, ich habe gerade eben ein Hallo gehört. Oh, blöd. Jetzt habe ich meine letzte Ding verloren. Meine letzte Schusswaffe, Handschusswaffe da. Schade. Die mochte ich nämlich. Du, dann nehmen wir die Warren. Geld haben wir auch nicht mehr so viel. Pillen. Einmal das hier. Das habe ich mir übrigens extra vor der Aufnahme noch reingelegt, weil ich war vorher nicht an einem... ich war vorher an einem Outpost. Und habe mir gesagt, das brauche ich nicht. Das brauche ich bestimmt nicht. Oh, die werfen Sachen hin. Na gut, dann warten wir mal. Guck mal, vielleicht geht noch irgendwas. Ah, da erzählt gerade einer, dass gestern zwei Leute auf dem Server waren, zwei Leute da waren, die haben einfach Ammo auf den Boden geworfen und dann alle getötet. Die Warren braucht 50k Muni, alles klar. Dann nehmen wir erstmal die Muni hier. So. Ich denke mal, das reicht. Das
Na schon 1500 Cash und die Magnum Money. Davon nehmen wir nicht mehr. So. Und jetzt müssen wir zum Kull gehen. Lass mich durch. Und was zu essen brauchen wir übrigens auch noch. Habe ich vergessen. War falsche Taste. Na, jetzt backt die Maus wieder rum, hey. Da, so. Trade. Repair. Und wir sind schon Level 3. Gut. Das ist auch gut. So. Und dann holen wir noch was zu essen. Wasser. Einmal, zweimal. Mehr brauche ich nicht. Die ist ausgerüstet. Die ist ausgerüstet. Ich vertraue den Leuten hier gerade null, ne? Ist auch richtig so. Man sollte den Leuten niemals vertrauen, never. Keinem einzigen, sind alles Arschlöcher. Bei der ersten Gelegenheit würde ich jeder, und wirklich ohne Ausnahme, jeder von hinten wegrotzen. So. Jetzt überlege ich gerade, ob wir es nochmal versuchen sollten, zum Museums-Outpost, zum Riverside-Outpost zu gehen. Oder ob wir es lieber versuchen sollten, zu einem anderen Outpost zu gehen. Und ich überlege gerade, na, was wäre interessanter? Puh. Das ist blöd, ich weiß jetzt echt nicht, was ich gerade machen soll, oder, ja, was besser wäre. Aber ich denke mal, Never Reaper. Es kann sein, dass da Leute sind. Ist aber nicht geil. Ich bin nämlich allein unterwegs. Würde ich echt sagen, wir gehen doch nochmal Richtung Westview. Was ich trotzdem ziemlich geil, ungeil fände, wenn wir dann nochmal sterben würden. Denn dann hätte ich nicht mehr genug Geld, um mir Muni zu holen. Da müsste ich irgendjemand anpumpen oder Delivery Missions machen wieder. Ja, das ganze Geld ist weg. Es geht ziemlich schnell hier im Spiel. So. Ich traue mich hier immer nie runter zu springen, das ist richtig krass. Also runterspringen ist ja kein Problem, aber dann weiterzugehen ist immer so ein Schritt, da muss man sich immer erst überwinden. Und hoffen, dass niemand hinterherkommt. Wunderbar. War der erste Freund. Die Waffe ist laut. Fixer. So. Was ist denn hier los? Der Reaper ist doch woanders. Ach ja, ach ja. Ist alles kein Thema. Ein Golem und ein Crawler hier. Okay. Merkwürdig ist ja, dass der mich kein Stück sieht. Übrigens, mit der Crew, also die Sniper, niemals, schießt niemals mit der Sniper gegen Monster. Denn wenn ihr das einmal macht, dann habt ihr hundertprozentig vielleicht einen tot und vier andere am Hals. So, das war wohl besser. Besser gezielt. Aber wirklich, Never ist halt momentan echt so geworden, also, ja. Ja, Anti-Level-Device. Genau da, wo ich gerade war. Huh, zum Glück bin ich da nicht gewesen, geblieben. Ich könnte jetzt natürlich zurückgehen. Glaube ich, komm, jetzt haben wir ein wenig Action. Ich glaube, ich mach das. Ich gehe da jetzt hier auf die Brücke drauf. Oh, nochmal. Alter. Ja, wenn schon, denn schon, wa?
Ich gehe jetzt da hinten auf die Brücke. Leg mich hin. Und guck mal, ob ich irgendwas vor die Flinte kriege. Wenn ich natürlich hochgehen würde, ne? Tanks to play select you. Aber ich glaube, da haben sich welche... Da streiten gerade mal wieder welche, zwei kleine Kiddies. So. Ja, mal, was ich in der Wahl auch sehr spät rausgefunden habe, ist, man kann sich hinlegen. Ah, ich glaube, die verteidigen die Safe Zone eher. Trotzdem ist dieser Sniper-Spot nicht schlecht, denn man kann die Luft ziemlich krass gut anhalten. Also wirklich, wirklich krass gut zielen damit. Ist halt echt gut. Treffen muss man da natürlich auch noch, aber... Ja, man kann auch, wenn man croucht, fällt man nicht runter. Haben wir auch getestet. Ist also wie in Minecraft. Was ich ziemlich geil finde, man kann damit sehr präzise arbeiten. Immer noch 33%. Ah, warte mal. Ich sehe den Outpost ja von hier. Oh, das wäre natürlich assi, ne? Das wäre natürlich richtig assi. Ja, das hat halt nicht wenige. Die Viecher am meisten. Na. Ich guck gerade unten irgendwo hin und her. Ja, weißt du, auf einmal! Ich hasse diese Viecher. Brauchen einfach Muni da, brauchen einfach wenig Muni, damit man die killen kann. Und sie gehen eigentlich nur auf den Sa. Ach, wunderbar, jetzt werde ich von dem Sniper angegriffen. Wunderbar. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Weißt du, allein ist halt einfach scheiße, du bist halt von überall gefickt, weil überall momentan Sniper rumchillen. Naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.